Der Start beginnt bereits mit einem Hindernis. Dies kann jedoch per Knopfdruck schnell überwunden werden. Meine heutige Radtour zum Mittelpunkt Westfalens führt mich nicht auf direktem Weg zum Ziel. Von meinem Heimatort Ostbüren radle ich zunächst einmal nordwärts Richtung Böningen. Damit wollte ich eine von mir noch nicht gefahrene Route mit dem heutigen Tagesziel verbinden. Am Wertstoffhof in Heerenwerbe fahre ich auf die Klöpnerbahntrasse. Die alte Klöpnerbahn hat vor allem die Zeche Königsborn mit verschiedenen Schachtanlagen an das übrige Eisenbahnnetz angebunden. Der Förderturm der ehemaligen Schachtanlage Königsborn wurde 1929 fertiggestellt. Er ist 68 Meter hoch, die Tiefe unter Tage beträgt 1007 Meter. Am südlichen Rand Böhmens fahre ich auf den gut angelegten Radwegen weiter. Mein nächstes Etappenziel liegt südlich des Trimdichwaldes. Ein Nebenfluss der Lippe ist die Siseke. Sie wird aus mehreren Bächen und Gräben gespeist und besitzt daher keine Quelle. Parallel zur Kammener Straße ist der Radweg wieder gut vom Straßenbereich abgetrennt. Obwohl ich mich hier nicht mehr im näheren Bereich der Siseke befinde, werde ich gleich wieder auf sie treffen. Dazu biege ich nach Süden auf den Siseke-Radweg ab.
An diesem schönen Haltepunkt fehlt derzeit die Informationstafel. So sieht es normalerweise aus. Und weiter geht's. Nachdem ich nun etwa 19 Kilometer gefahren bin, erreiche ich den Alleenradweg, der in östliche Richtung von Unna nach Velve zu meinem heutigen Ziel führt. Circa 10 Kilometer liegen allerdings noch vor mir. An der alten Bahntrasse gibt es viele Sitzgelegenheiten, an denen man seine Fahrt unterbrechen und sich erholen kann. In meinem Smartphone zeichnet der Tracker die gesamte Tour auf und speichert sie danach als GPX-Datei. Die Bahntrasse führt durch den Ortsteil Bambeln, der zu Hamm gehört. Hier nutze ich die Gelegenheit, um eine längere Pause einzulegen. Und schon erreiche ich Velve Scheidingen. Das Ziel ist erreicht. Ich befinde mich nun am Mittelpunkt Westfalens. Dieser Rastplatz und der dazugehörige Gedenkstein befinden sich im geografischen Mittelpunkt von Westfalen. Im Übrigen nicht zu verwechseln mit dem Mittelpunkt Nordrhein-Westfalens, der in Dortmund-Applerbeck liegt. Da mich beim Eintreffen weder eine Kapelle noch der Bürgermeister empfangen haben, setze ich meine Fahrt zügig fort. Die ländlich geprägte Gegend eignet sich ideal zum Fahrradfahren. Die Sonne steht im Oktober schon recht tief. Dabei ist es gerade erst 15 Uhr.
typisch ländlich eben. Der Bauer arbeitet und die Kühe lassen es sich gut gehen. Blütenpracht im Oktober. Mancherorts steht sogar noch der Mais. Ich komme an einer Wetterstation in Berlsönnern vorbei. Nun befinde ich mich wieder auf Unnaer Stadtgebiet. Die Bundesstraße 1 habe ich bereits überquert, nun fahre ich nordwärts Richtung Haarstrahl. Am Wegesrand gibt es immer mal wieder was zu sehen. Die Sonne blendet schon ein wenig, während ich auf dem Weg nach Hause bin. Der Blick auf mein Smartphone bestätigt mir, diese Tour wird fast 57 Kilometer lang.